Jasmin! Ja? Komm, wir müssen los! Sie wollte noch duschen. Ach so. Ja. Und was wollen wir jetzt machen? Ich überlege gerade auch. Wollen wir uns die Nägel lackieren? Ja, komm. Das okay. Machen wir. Dann hol ich mal meinen Nagellack raus. Hä? Siehst du irgendwo meinen Nagellack? Nein. Oh nein, ich habe ihn, glaube ich, im Badezimmer vergessen. Ich komme gleich, ja? Okay. Gesehen habe. Was denn? Erzähl. Das ist unglaublich. Was ist da so dran? Also, ich wollte ja unsere Nägel lackieren, oder? Ja. Und da wollte ich den Nagel von der Dusche holen und da hat er Jasmin geduscht. Ja. Und du weißt nicht, was ich gesehen habe. Es ist einfach, ja, ich kann es gerade nicht realisieren. Erzähl, wenn es schlimm ist, dann erzähl. Okay, warte, Moment. Es ist wirklich. Erzähl einfach. Auf jeden Fall, Jasmin hat eine Glatze. Nein. Doch. Nein, das glaube ich dir nicht. Es klingt jetzt nicht witzig oder so, aber ich glaube, sie ist wirklich krebskrank. Weil sie ist ja nicht mit uns immer zum Schwimmen gekommen und hat immer so gezögert, hat immer so Ausreden gefunden und... Nein, das glaube ich dir nicht. Ich glaube schon. Hast du es nicht bemerkt? Es ist ein bisschen komisch geworden. Ja, aber es kann doch auch an etwas anderes liegen. Hast du denn irgendwas gesehen oder so? Ich habe ihre Glatze gesehen. Also ihr Duschgel ist runtergefallen, da hat sie es genommen, da habe ich ihre Glatze gesehen. Und es war wirklich eine Glatze, also... Warum verheimlicht sie denn uns sowas? Ich weiß es nicht. Ah, dann hat sie uns ja die ganzen 6 Jahre belogen. Ja. Das ist wirklich schade. Und wir müssen irgendwas finden, ob das wirklich richtig ist. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es ein Glatz ist. Wir dürfen ist. Jetzt keine Theorien aufstellen. Ja, sonst fühlt sie sich jetzt so ein bisschen... Ja, ausgeschlossen. Ja, genau. Und es geht ja nicht um... wie wäre es mit Wahrheit oder Pflicht? Ja, das ist eine gute Idee. Ja, dann tun wir so, als ob wir gerade Wahrheit oder Pflicht spielen und dann spielt sie einfach mit. Und dann fragen wir sie einfach genau. Bei Wahrheit. Genau. Wir müssen uns gut Fragen ausdenken, ja. Sonst wird sie es bemerken. Ich mach schon auf. Okay. Wir spielen gerade Wahrheit oder Pflicht. Willst du mitspielen? Ja. Okay, soll ich spielen? Ja, fang an. Eindeutig, Sarah. Ich nehme Wahrheit. Okay, liebst du den Max aus der 6b? Nein. Okay. Okay, was bist du jetzt? Ja, du kannst den selbst nehmen. Was nimmst du? Ich nehme Wahrheit. Okay. Wie soll ich es formulieren? Also, hast du eine Glatze? Was ist denn? Du kannst uns die Wahrheit sagen. Das ist nichts Schlimmes. Ich habe mich doch so geschämt vor euch. Das ist doch nicht schlimm. Das kann jedem mal passieren. Meine ich. Wieso schämst du dich denn? Du bist doch nichts anderes. Doch, ich habe eine Glatze. Und das wächst alles wieder auf. Ja. Nein, ich bin krebskrank. Nein, eben nicht. Du musst sterben früher als ich alle. Das stimmt doch gar nicht. Du machst deine Therapie und dann wird alles gut. Nicht so denken. Okay? Du schaffst das. Wir glauben an dich. Alles ist okay, okay? Super. Mach Freude. Ja klar, wie immer. Als ob wir dich jetzt ausschließen.